Wer würde eher von der Polizei verhaftet werden? Sally. Das ist absoluter Schwachsinn. Du fährst noch einen Liter Bier ex mit dem Auto, Alter. Also wen werden sie verhaften, mir oder die? Ja, ich fahr gerade. Wer würde eher auf den Mount Everest klettern? Der Sally. Ja, weil er ein Gipfelstürmer ist. Und so unvernünftig. Wer würde eher Bundeskanzler werden? Der Daniel. Ich glaube, er würde mit strenger, aber fairer Hand regieren. Ja, wenn du das sagst. Wenn irgendeine Krise das ist, dann, oh, what the fuck, Alter, seriously? Wer würde eher ein Liter Bier auf Ex trinken? Der Stutzenkiller, sag ich mal, ist der Pauli. Der Pauli ist ein sehr intelligenter Mensch, hat aber manchmal den Hang zu banalen Dummheit. Ja, gar nicht, ja. Wer würde eher einen Bohrradanzug am Strand tragen? Ich muss wieder Paul sagen. Was? Ja, okay, dann probieren wir es beide aus. Die gebärfreudigen Hüften vom Herrn Fellner. Wow. Super, und wer von euch würde eher eine Schlagerkarriere starten? Also, der Seile ist mit seinem Pseudonym José Swanslos nicht so weit entfernt. Nein, bin ich, unterschreibe. Und auch der größte, ernsthafte Schlagerfreund von uns. Ja, allerdings seriöser Schlager aus den 60er, 70er und nicht diese Scheiße, die was ich da jetzt gerade da. Diplomatisch, wie man ihn kennt. Nicht diese Scheiße. Die Christopher Seiler, ich mache keinen Scheißschlager. Christopher Seiler, Mount Everest verhaftet. Ja, war der schon.